Ich rufe auf den Top 89 der Tagesordnung, die Aktuelle Stunde der Fraktion der AfD, vermehrte Angriffe auf Polizeibeamte in Hessen, Drucksache 20-4049. Und als Erster hat sich Herr Herrmann von der AfD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie alle werden sich noch an die Worte des Innenministers erinnern, die er bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik im Februar dieses Jahres getätigt hat. Er sprach von einem erfolgreichen Start in ein sicheres Jahrzehnt und dass es sein Ziel sei, das kommende Jahrzehnt zu einer Dekade zu machen, in dem die Menschen sicher sind und sich auf der Straße sicher fühlen. Schauen wir uns diesen Start und damit die Realität einmal genauer an. Dieses Jahr startete am 19. Februar in Hanau mit einer erschreckend schweren Straftat mit vielen Toten und Verletzten. Ein grausames Ereignis, das sehr deutlich macht, dass die Aussagen des Innenministers nicht mehr als Wunschvorstellungen sind und bestenfalls Placebos für die Bürger darstellen, um über die zunehmende Unsicherheit in unseren Städten und auf unseren Straßen hinwegzutäuschen. Leidtragende dieser Entwicklung sind aber nicht nur die betroffenen Bürger, sondern vermehrt auch Polizeibeamte, die bei ihrem Einschreiten immer öfter mit Respektlosigkeiten, Widerstandshandlungen bis hin zu gewalttätigen Angriffen auf ihre eigene Person konfrontiert werden. Beispiele dafür gibt es mittlerweile genug. 29. Mai, Dietzenbach. Polizei und Feuerwehr werden mit einem selbstgelegten Brand in einen Hinterhalt gelockt und massiv mit Steinen beworfen. 19. Juli, Frankfurt. Eine Schlägerei am Opernplatz ist Ausgangspunkt dafür, dass sich bis zu 800 Personen zusammenrotten und Polizisten mit Flaschen und Steinen angreifen. 30. Oktober und 1. November, Frankfurt und Darmstadt. Auf der Zeil attackieren Randalierer plötzlich und ohne Anlass einen Streifenwagen. Ein Polizist wird verletzt, eine Polizistin entgeht nur knapp einem Tränengasangriff. Beide müssen mit dem Streifenwagen flüchten. An der Hauptwache werden Polizisten aus einer Gruppe von bis zu 800 Personen mit Flaschen und Steinen beworfen und in Darmstadt werden aus einer Gruppe von 100 Jugendlichen Böller auf Beamte geschmissen. Allein diese Vorfälle strafen die Aussagen der Landesregierung zur inneren Sicherheit Lügen. Hier wird deutlich, wohin die Appeasement-Politik im Bereich innere Sicherheit geführt hat. Die Landesregierung hat seit Jahren in sträflicher Weise die innere Sicherheit vernachlässigt und beginnt jetzt erst, viel zu spät und in nicht ausreichender Form, in die Polizei zu investieren. Meine Damen und Herren, das Ergebnis dieser hessischen Landespolitik, die eine Politik der Versäumnisse, der Verharmlosung und insbesondere der Zugeständnisse und des Entgegenkommens gegenüber einer aggressiven Klientel, häufig aus kulturfremden Kreisen, entspricht, erfahren wir heute schmerzlich. Sie spiegelt sich generell im Verlust an Respekt, zunehmenden Gewaltdelikten und Angriffe auf die Staatsorgane wider. Das zu relativieren oder gar zu leugnen, hieße die Realität zu ignorieren. Gerade die wiederholten Ausschreitungen in Frankfurt zeigen das bestehende Gefahrenpotenzial. Diese Personen sind alles andere als harmlose Nachtschwärmer einer Party- und Eventszene. Es sind Kriminelle und Chaoten, die den deutschen Staat mit seinem Gewaltmonopol ablehnen. Dass ein erheblicher Teil dieser Personen junge Männer mit Migrationshintergrund sind, ist mittlerweile belegt. Fakt ist auch, dass sich diese Personen vermehrt gewalttätig gegen polizeiliche Maßnahmen auflehnen. Das beweisen auch die knapp 1.500 Ermittlungsverfahren wegen Angriffe oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die bis Mitte September dieses Jahres in Hessen eingeleitet worden sind. Diese Entwicklung muss gestoppt, die Ordnung wiederhergestellt und die Gesetze konsequent angewendet werden. Wer sich dem widersetzt, vor allem mit Gewalt, muss die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen.
Es muss vorrangige Aufgabe der Landesregierung sein, den Schutz der Bevölkerung nachhaltig zu gewährleisten. Und dazu bedarf es einer handlungsfähigen Polizei, die auch in der Lage ist, hart durchzugreifen. Bilder von flüchtenden Polizisten darf es nicht mehr geben. Wir fordern deshalb eine weitere konsequente Aufstockung der Polizei, eine flächendeckende Ausstattung mit Tesern und eine weitere Verschärfung der Gesetzeslage. Der Angriff auf Polizisten muss ein Verbrechenstatbestand werden mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Die Ausschreitungen in Frankfurt, Stuttgart und Berlin zeigen uns, dass hier eine große Gefahr für die Sicherheit unseres Landes von den politisch Verantwortlichen seit Jahren nicht ernst genommen und verharmlost wurde. Deshalb mein Appell, harte Strafen und schnelle Verfahren für die Täter und die sofortige Abschiebung von Gefährdern und ausreisepflichtigen Migranten. Generell muss gelten, jeder Angriff gegen einen Polizisten muss mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden. Herr Herrmann, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich sage noch Danke auch an die Arbeit und die Leistung unserer Polizei. Als Nächster hat sich Herr Schauder von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben KollegInnen! Bevor ich auf die Propaganda der AfD eingehen möchte, möchte ich erst einmal ganz ernsthaft zum Thema sprechen, zum Thema Angriff auf BeamtInnen der Polizei. Die Polizei ist ein tragendes Organ des demokratischen Rechtsstaats. Ein Angriff auf PolizeibeamtInnen ist ein Angriff auf Demokratie. In jeder Uniform stecken aber auch Menschen, Väter, Mütter, Freundinnen und Freunde. Angriffe auf Menschen sind durch nichts zu rechtfertigen. Als Dienstherr haben wir als Land Hessen die Verantwortung, unsere PolizeibeamtInnen zu schützen. Und das tun wir durch den personellen Aufbau. Wir tun das durch eine hochwertige sachliche Ausstattung, sei es durch Schutzbekleidung, sei es durch Bodycams und durch gute Ausbildung, sodass PolizeibeamtInnen in die Lage versetzt werden, sich gegen AngreiferInnen zu verteidigen, sie in Schach zu halten, festzusetzen und einem rechtsstaatlichen Verfahren zuzuführen. Neben aber diesen repressiven Methoden bedarf es selbstverständlich auch Prävention. Ich fände es zum Beispiel mal interessant, wenn wir die Motivlage von AngreiferInnen wissenschaftlich untersuchen würden, um mit diesen neuen Erkenntnissen noch zielgerechter präventiv gegen solche Ausschreitungen vorgehen zu können. Das, meine Kolleginnen und Kollegen, wäre doch mal ein innovativer Lösungsansatz. Aber jetzt komme ich zur AfD. Lösungsansätze habe ich von Ihnen nicht einen einzigen gehört. Nicht einen einzigen. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass die Nebelkerze Repression, die Sie hier in den Raum geworfen haben, ein ernsthafter Lösungsvorschlag sein soll. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Stattdessen, und das ist ja wohl deutlich geworden, stattdessen haben Sie hier nur ein Feindbild aufgebaut, das Ihrer nationalistischen und Ihrer rassistischen Ideologie entspricht. Und entlarvend, Herr Herrmann, entlarvend wurde es an der Stelle, wo Sie nicht gesprochen haben. Sie haben nichts gesagt über randalierende Demonstranten in Leipzig, die auf die Polizei und auf die Presse losgegangen sind, weil Sie doch Teil der politischen Kräfte in diesem Land sind, die Stimmung anheizen und Demonstranten auch dazu motivieren, auf Polizeikräfte loszugehen. Und
Das Verwerfliche zeigt sich sehr schön an einem Bild in Berlin. Verschwörungsideologen haben vor dem Deutschen Reichstagsgebäude randaliert. Durch 6 Beamtinnen, nur durch 6 mutige Beamtinnen, wurden diese Verfassungsfeinde in Schach gehalten. Verfassungsfeinde, die die AfD angestachelt hat. Im Deutschen Bundestag wurden die Leistungen dieser Beamtinnen von fünf Fraktionen zu Recht mit Standing Ovations gewürdigt. Meine Damen und Herren, eine Fraktion ist an dieser Stelle sitzen geblieben. Der parlamentarische Arm der Verschwörungsideologen und Rechtsterroristen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich der ganz rechte Teil hier des Hauses plötzlich als Verteidigerinnen des Rechtsstaates aufspielt und Polizisten nur dazu instrumentalisiert, ihr rassistisches Feindbild zu schüren, dann ist das blanker Hohn. Das ist blanker Hohn, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist die Haltung der Regierungskoalition und dieser Landesregierung klar. Wir schützen unsere Beamtinnen mit allen nötigen Mitteln. Und dazu gehört auch, alle Feindinnen des Rechtsstaates, und dazu gehören auch Sie, mit allen Mitteln des demokratischen Meinungsstreites zu bekämpfen. Sehr vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Da mir von den Fraktionen keine weiteren Wortmeldungen, doch. Können Sie bitte Ihre Zwiegespräche einstellen? Wir folgen jetzt dem Redner, dem Nächsten. Da können Sie gleich nach vorne bleiben, Herr Schaus. Ich rufe auf Herrn Schaus von den Linken. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle merken es, dass der AfD die Themen ausgehen. Angst vor Flüchtlingen schüren, klappt gerade nicht so gut. Die Maßnahmen gegen Corona werden trotz aller Probleme und unterschiedlicher Ansätze von der ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert. Umgekehrt hat aber kaum jemand noch irgendein Verständnis für Corona-Leugner, die in Verbindung zu Neonazis und der AfD stehen. Umso heftiger wird innerhalb der AfD weiter Krieg gegeneinander geführt. Ganze Fraktionen brechen auseinander und die AfD-Landtagsfraktion mittendrin mit Spitzelvorwürfen, Ausschlusskampagnen und einer Schlammschlacht nach der anderen. Warum erwähne ich das zu Beginn dieser Aktuellen Stunde? Die AfD hat exakt dasselbe Thema schon im Juni ins Plenum gebracht. Wie arm an Themen kann man sein? Seither hat sich dazu doch substanziell doch gar nichts geändert, meine Damen und Herren. Wiederholungen bringen uns aber keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, ich glaube, Sie leisten der hessischen Polizei, Herr Lambrou, einen Bärendienst, wenn Sie immer wieder versuchen, sich als oberste Ordnungshüter aufzuspielen. Wohl bemerkt, eine Partei, die Seite an Seite mit Rechtsterroristen, Neonazis und Corona-Leugnern agiert. Eine Partei, aus deren Reihen immer wieder die Medien angegriffen werden und die eine unerträgliche Hetzstimmung im Land erzeugt. Trump lässt grüßen. Die AfD trägt nichts zur Sicherheit in unserem Land bei. Im Gegenteil, sie gefährden Menschen, nicht nur Migranten und Opfer rechter Gewalt, sondern sie gefährden mit ihren Anti-Corona-Demos die Gesundheit der eingesetzten Polizeikräfte bis hin zur Gefahr massenhafter Ansteckung. Dafür habe ich kein Verständnis. Wer Menschen gefährdet oder angreift, der muss vor dem Gesetz zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt für Gewalt gegen Polizeibeamte ebenso wie für überzogene Gewalt durch Polizeibeamte. Wie schon im Juni möchte ich zum Abschluss erneut Prof. Dr. Raphael Beer zitieren, der 15 Jahre lang selbst Polizist war und heute unter anderem an der Hamburger Polizeihochschule lehrt. Er sagte zur ständigen Debatte über Gewalt gegen Polizeibeamte, ich zitiere,
Das muss man etwas runterkochen und nüchtern betrachten. Gewalt habe nämlich laut Beer eben nicht so zugenommen, und ich zitiere, wie es die Politik behauptet, wie es auch Interessengruppen behaupten, die natürlich was davon haben, zu sagen, die Gewalt steigt. Und das ist eben immer eher ein Thema, Herr Lambrou, das ist eben immer eher ein Thema der konservativen politischen Kräfte. Das ist aber ein unkluger Ratgeber. Ich zitiere immer noch, Sie können nur nicht zuhören. Ne? Das können Sie kaum ertragen, sozusagen einen Wissenschaftler mal so zuzuhören. Das können Sie nicht ertragen. Das tut Ihnen so weh. Ich zitiere aber zu Ende jetzt noch einmal. Das ist aber ein unkluger Ratgeber. Bitte schenken Sie dem Redner die nötige Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch bei Herrn Professor Beer. Das ist aber ein unkluger Ratgeber, immer nur darauf zu schauen, was man selbst davon hat, diese Gewaltspirale zu bedienen. Und Zitat Ende. Und genau das tun Sie und genau das versuchen Sie heute wieder. Für diese Gewaltdebatte brauchen wir aber weder die Scharfmacher von rechts außen noch weitere Gesetzesverschärfungen. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Bauer zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Hessinnen und Hessen leben in einem sicheren Bundesland. Denn das, was die Kollegen von der AfD hier versucht haben zu skizzieren, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Der Blick auf die Fakten zeigt, die Kriminalitätsbelastung ist 2019 erneut gesunken. Es gab registrierte Straftaten von genau 364.833. Das ist damit ein Rückgang von 2,1% als im Vorjahr. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist so niedrig wie seit 40 Jahren, meine Damen und Herren. Und was Sie ignorieren, ist, dass wir mit 65,2% den historisch höchsten Stand an Aufklärungsquote haben. Wir sind das drittbeste Bundesland. Nie wurden mehr Straftaten aufgeklärt in Hessen als in diesem und im letzten Jahr, meine Damen und Herren. Und wir haben weniger Kriminalität, bessere Aufklärung, und noch nie gab es mehr Polizei in Hessen als in diesem Jahr und in den kommenden Jahren. Wir haben den Polizeikörper seit 2018 bereits bis zum Jahr 2020 um 840 Polizisten verstärkt. Die tun schon Dienst auf Hessens Straßen, und wir werden in den kommenden Jahren weitere 250 jeweils ausbilden. Das heißt, wir machen schon eine ganze Menge in innere Sicherheit, meine Damen und Herren, mehr als je zuvor in diesem Bundesland. Das aktuelle Thema ist ganz klar. Es geht um die Gewalt gegen die Polizisten, aber man muss schon die Wahrheit wieder zurechtrücken, die Sie hier fälschlicherweise dargestellt haben. Es ist in der Tat so, dass Polizisten bedauerlicherweise vermehrt angegriffen werden. Sie haben einige Beispiele genannt, die stimmen ja auch. Die Frankfurter Zeil haben Sie erwähnt. Aus nichtigem Anlass werden Polizisten attackiert, mit Steinen beworfen. An der Hauptwache waren es 500 bis 800 Gewalttäter. Und in Darmstadt-Eberstadt war es ein gleiches Bild, wo Jugendliche ohne Grund Beamte mit Böllern attackiert haben. Auch im Dannröder Forst, meine Damen und Herren, gibt es einiges an Polizeigewalt. Wir haben das schon debattiert. Es gibt unter dem Deckmantel des Umweltschutzes einige Straftaten. An für die Fällung vorgesehene Bäume werden Stahlnägel eingeschlagen. In krimineller Manier werden an Waldwegen in Kopfhöhen von Reitern Drahtseile gespannt. Es werden Menschenfallen aufgebaut, und mit Fäkalien werden Beamte beworfen. All die Attacken werden in linken Bekennerschreiben, Zitat, als letzte Warnung an die Bullenschweine bezeichnet. Das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Aber wir haben natürlich weitere Beispiele. Vor wenigen Tagen in Leipzig gab es eine Klientel aus Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und rechten Populisten, die auf die Straße gingen. Auch hier begleitete die Polizei in Twitter in Leipzig das ganze Geschehen mit einem, ich sag's mal, Hilferuf auf Twitter. Zitat: Wiederholt werden Einsatzkräfte in Leipzig attackiert. Unterlassen Sie das Zünden von Pyrotechnik und den Beruf mit Gegenständen. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Es gab auch Polizeireviere, die mit Pflastersteinen beworfen wurden. Auch das, meine Damen und Herren, ist nicht hinnehmbar. Die Gründe für die Zunahme von Angriffen gelten vielfach Werteverlust, mangelnder Anstand, die zunehmend fehlende Achtung von Mitarbeiterinnen öffentlicher Einrichtungen, häufig gepaart mit Alkohol und Drogen, was die Hemmschwelle weiter fallen lässt.
2019 wurden in Hessen 4.080 Polizeivollzugsbeamte als Geschädigte einer Angriffshandlung registriert. Auch 112 Angehörige von Rettungskräften und 15 Feuerwehrleute wurden tätlich angegriffen. Das ist im Grunde, meine Damen und Herren, der Skandal, der nicht länger hinnehmbar ist. Und ich sage es ganz deutlich, Übergriffe gegen Einsatzkräfte sind weder ein Kavaliersdelikt noch hat es etwas mit zivilem Ungehorsam zu tun. Verbale wie physische Gewalt gegen diejenigen, die Menschen in Not helfen, das ist in besonderem Maße abscheulich, eigentlich asozial. Und wir wollen deshalb dieser bedrückenden Zunahme an Gewaltentwicklungen nicht nur beklagen, sondern wir wollen sie auch aktiv und politisch nachhaltig dem entgegentreten. Und deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Einsatzkräfte schon seit vielen Jahren mit den besten und den modernsten Schutzausstattungen ausrüsten. Es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass das Thema Gewalt gegen Polizisten ein fester Bestandteil in Aus- und Fortbildung ist. Hier werden Einsatztechniken, aber auch der Gebrauch von Einsatzmitteln trainiert, aber ebenso auch Kommunikations- und Deeskalationstechniken. Es ist uns auch wichtig, dass Präventionsarbeit gestärkt wird. Wir müssen immer wieder deutlich machen, dass hinter jedem Polizisten, Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter ein ganz normaler Mensch steckt. Diese Einsatzkräfte sind keine Roboter oder Superhelden, auch wenn sie diesen Beruf gewählt haben. Es sind Menschen in Uniform. Und deshalb, meine Damen und Herren, bin ich der festen Überzeugung, wenn wir es achselzuckend hinnehmen und zulassen, dass diese Mitmenschen in Uniform sprachlich schon in den Dreck gezogen werden, werden sich andere aufgefordert fühlen, sie auch wie Dreck zu behandeln. Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten stehen fest an der Seite derjenigen, die Tag für Tag alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Freiheit und um unsere Sicherheit zu verteidigen. Ihnen gebührt unser Dank, unser Respekt und unsere Anerkennung. Und um diejenigen besser zu schützen, die uns schützen, haben wir in mehreren Schritten den strafrechtlichen Schutz der Polizisten und anderer Einsatzkräfte deutlich verbessert. Um ein weiteres klares Signal zu setzen, würden wir gerne die Mindeststrafe, so wie es der Innenminister Peter Beuth immer wieder auch fordert, gerne auch erhöhen. Und wir wollen auch dafür Sorge tragen, mein letzter Satz, dass wir den Unwert der besonderen heimtückischen Attacken, wer Polizisten gezielt in eine Falle lockt, dass das im Gesetz auch besonders geahndet wird mit einer noch härteren Strafe, dem wollen wir auch entsprechend nachgehen. Wir wollen die besser schützen, die uns schützen. Das müsste eine gemeinsame Erklärung auch dieses Hauses sein. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Rudolph zu Wort gemeldet, nachdem das Pult desinfiziert ist. Vielen Dank dafür. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich nicht mit dem Antragsteller auseinandersetzen, das ist mir viel zu lang passiert eben, sondern in der Tat mit dem Problem, dass Angriffe und Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte zunimmt in erschreckender Art und Weise. Wir haben das erst vor wenigen Wochen bei einer Anhörung im Landtag thematisiert gegen Rettungssanitäter, gegen Feuerwehrkräfte. Aber Gewalt und Respektlosigkeit in der Gesellschaft ist ein Problem, dem wir uns als Gesellschaft auch stellen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein Grundsatz muss sein, der Wertekanon ist für uns das Grundgesetz. Menschenwürde. In der Tat, es wurde zu Recht gesagt, in jeder Person steckt ein Mensch, nicht nur eine Uniform. Und deswegen, Gewalt geht gar nicht. Und wer gegen unsere Werte, Vorstellungen und Normen verstößt, der muss auch mit den Konsequenzen des Rechtsstaates leben. Und zwar ganz konsequent, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, da sollten möglicherweise nicht die klatschen, die selber den Rechtsstaat immer wieder in Frage stellen. Und damit meine ich diese Truppe rechts von mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bauer, Sie haben ja wieder mal zum wiederholten Mal das Paradies für Polizeibeamte im schwarz-grün regierten Hessen dargestellt. Was die Respektlosigkeit und Gewalt gegen Polizeibeamte mit der Kriminalitätsstatistik und der Aufklärungsmut zu tun hat, das können Sie mir noch einmal bei anderer Gelegenheit erklären. Ich habe das nicht verstanden. Was allerdings Polizeibeamten erwarten, ist Wertschätzung für ihre Arbeit, auch von denjenigen, für die sie da sind, nämlich für den Staat. Da gehören ordentliche Arbeitsbedingungen. Und ich bilde mir schon ein, dass ich den Zustand und die Struktur der hessischen Polizei relativ gut kenne. Eine deutliche Überstundenbelastung, über 200 im Schnitt. Wir haben eine hohe Krankheitsbelastung. Und, meine Damen und Herren, Sie kündigen seit Jahren an historische Zahlen bei der Polizei. Sie haben erst einmal vor Jahren Polizeistellen abgebaut, weil sonst können Sie ja nicht aufbauen. Sie haben sie abgebaut. Zweitens haben Sie eine enorme Abbrecherquote. Wir haben ja teilweise jetzt Abbrecherquoten, die müssen Sie immer abziehen von Ihren Mega-Mogelpackungen, 20%. Ja, Mega-Mogelpackungen, 20% Abbrecher. Das ist eine gigantische Zahl, die dahinter steckt. Hat auch eine Ursache.
hat das mit der Bezahlung der Belastung zu tun. Und wenn ich mit Polizeibeamten rede, was erwartet ihr vom Staat? Und der Herr Beuth ist ja immer einfallslos. Nach jeder Attacke auf einen Polizeibeamten höhere Strafe, höhere Strafmaß. Herr Schauder von den Grünen hat das aber eben nicht gefordert, stellt das eher in Abrede. Hat gesagt, wir müssen eine wissenschaftliche Studie machen. Brauchen wir vielleicht auch gar nicht, kann sein. Aber was Polizeibeamten warten und mir sagen, nützt das vorhandene Strafmaß erstmal aus. Nutzt das konsequent aus, das würde uns schon ausreichen. Weil es ist offensichtlich ein Unterschied in Hessen, ob ich vom Amtsgericht in Frankfurt oder in Korbach stehe. Ja, weil in Korbach offensichtlich nach härteren Maßstäben geurteilt wird, was ich dann auch für richtig halte und in Frankfurt nicht. Weil ich kann auch den Frust von Polizeibeamten verstehen, wenn sie einen verurteilten Verhafteten haben und am nächsten Tag wird er freigelassen. Das passiert dreimal die Woche und hat keine Konsequenzen. Und deswegen nutzen Sie die vorhandenen Strafrahmen. Das ist ein Appell an die Justiz. Vielleicht können auch Staatsanwälte und Richter mal ein Praktikum bei der Polizei machen. Würde auch dazu dienen, um die Situation besser zu verstehen, in denen Polizeibeamte stehen. Und nicht, Herr Beuth, einfallslos härtere Strafmaß nach jeder Attacke. Schöpfen Sie erstmal den Strafrahmen aus. Zu viele Einstellungsverfügungen. Auch dem Thema werden wir uns zuwenden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da bin ich beim letzten Punkt. Das wird übrigens dann, müssen wir noch diskutieren, eine Auswertung der Konsequenz der Anhörung sein. Ich halte politische Bildung für einen zentralen Schlüssel, um unsere Demokratie zu stärken. Und die muss ganz früh beginnen, im Kindergarten, in der Schule, dass nicht die Polizei, ich finde es ein Skandal, wenn Polizisten als Bullen tituliert werden. Was ist das für ein Staatsverständnis? Was ist das für eine Respektlosigkeit? Und deswegen ist es eine gemeinsame Aufgabe von uns, diese Werte auch zu vermitteln, früh zu beginnen. Politische Bildung ist existenziell, die müssen wir organisiert kriegen. Politische Bildung darf eben nicht ausfallen, weil das mal ein Produkt in der Schule ist, nice to have. Nein, es ist ein Grundpfeiler, das ist genauso wichtig wie die Wissensvermittlung. Ich will, dass diese Demokratie wehrhaft ist und die Polizei sind die Repräsentanten. Und das, was die gerade zurzeit bei den Demonstrationen bei der A49 erleben. Das ist erschreckend. Da gibt es auch Sorgen, Ängste und Nöte. Unterhalten Sie sich mal mit Polizeibeamten, die betroffen sind. Und deswegen, ja, Sie leisten einen tollen Job. Und ich habe auch nichts von diesen Relativierungen. Wenn ein Polizist sich nicht korrekt verhält, dann hat er auch die Konsequenzen des Rechtsstaates zu fürchten. Aber das müssen wir nicht jedes Mal parallel dagegen überstellen. Wer einen Polizisten angreift, greift den Rechtsstaat an. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Er wird bedroht von Leuten, die unsere Grundordnung kaputt machen wollen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen Respekt gehört zu einem wesentlichen Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Und daran sollten wir alle arbeiten. Nicht alle in diesem Haus wollen das, aber wir sollten es umso konsequenter machen. Vielen Dank. Für die FDP hat sich nun Herr Müller zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich meinem Vorredner in weiten Teilen anschließen, weil er hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. In der Tat, wir haben ein großes Problem im Bereich der Werteordnung, des Werteverständnisses in der Gesellschaft. Und ich will deswegen gleich auch zu dem Thema Gewalt gegen Polizei kommen, aber ich will deutlich machen, dass die Studie des Beamtenbundes sehr deutlich gezeigt hat, dass es eben nicht nur Gewalt gegen Polizei vermehrt gibt, sondern dass auch die Gewalt gegen andere staatliche Institutionen, das beginnt in den Schulen bei den Lehrern, das geht weiter bei den Arbeitsämtern, das geht weiter in den Arbeitsagenturen und endet eben auch dann am Ende bei der Polizei im täglichen Geschäft. Und wir müssen uns deswegen damit beschäftigen, wie wir dort einen Gegenpol bilden können. Da ist die politische Bildung sicherlich das Richtige. Wir müssen genau diese Werte vermitteln. Die Akzeptanz des Rechtsstaats, das Einstehen für die staatlichen Institutionen. Wir brauchen einen starken Rechtsstaat. Der muss auch akzeptiert werden. Und da müssen wir von Beginn an deutlich machen, wo das Problem liegt. Und ich glaube, dass wir gut daran beraten sind, wenn wir uns dann nicht, da bin ich durchaus bei Herrn Schauder, nicht, und auch bei Herrn Rudolph, nicht einfach nur damit zufrieden geben, dass wir eine Strafschärfung fordern. Das hilft nicht. Das schreckt die 800 Leute, die auf dem Opernplatz unterwegs sind, erstmal nicht ab. Wir brauchen schnelle und konsequente Sanktionen. Wir müssen deutlich machen, dass der Rechtsstaat wehrhaft ist. Wir müssen deutlich machen, dass wenn jemand sich gegen den Staat auflehnt, indem er aggressiv und gewalttätig wird, er auch unmittelbar, und damit meine ich innerhalb von 2 bis 3 Monaten, wenn es möglich ist, eine Rechtsfolge zu spüren bekommt. Und wir haben als Freie Demokraten auch ein entsprechendes Konzept vorgelegt, die Zwei-Säulen-Strategie. Wir wollen, dass bei der Polizei ein spezielles Referat eingerichtet wird, bei jedem Polizeipräsidium.
in dem vier Beamtinnen und Beamte sich ausschließlich um diese Fälle kümmern, die als Ansprechpartner gelten, sowohl für die Polizeibeamtinnen und Beamten, aber auch für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die dort sich hinwenden können. Und wir wollen auf der anderen Seite, dass bei der Staatsanwaltschaft ein zusätzlicher neuer Staatsanwaltschaft bei jeder der neuen Staatsanwaltschaften eingestellt wird und sich genau um diese Fälle kümmert, und zwar nur um diese Fälle, prioritär. Die können dann zusammenarbeiten. Auf der einen Seite das Sonderreferat bei der Polizei und auf der anderen Seite der speziell zuständige Staatsanwalt. Dann können wir es schaffen, auch wirklich schnelle und konsequente Maßnahmen folgen zu lassen. Und wenn wir mal so weit sind und wir dann feststellen, dass das Strafmaß irgendwann nicht ausreicht, bin ich auch bereit, diese Debatte mitzuführen. Und das kann auch sein, aber wir kommen im Moment durch die vielen Einstellungsverfügungen, die es noch gibt, oft gar nicht erst dahin, dass es überhaupt ein Strafmaß relevant wird, weil wir häufig vorher schon in anderen Fällen entweder eingestellt haben oder oft auch in Strafbefehlen enden, was ich auch gar nicht kritisieren will, weil manche Straftaten sind auch nicht so krass, dass man dafür eine Haftstrafe vorsehen muss. Man kann nicht jede Beleidigung, die auf der Straße stattfindet, mit einer Haftstrafe beantworten. Deswegen, glaube ich, sind wir an der Stelle, was das Strafmaß belangt, ganz gut aufgestellt. Ich will aber noch auf zwei, drei Punkte eingehen, die, glaube ich, auch hilfreich wären und sinnvoll wären, wenn wir sie umsetzen würden. Es wurde eben auch von Herrn Bauer gesagt, dass Deeskalation, Kommunikation trainiert wird und auch der Einsatz trainiert wird. Ja, aber nicht ausreichend, wenn Sie mich fragen, Herr Bauer. Es ist eben nicht gewährleistet, dass jeder, der im Vollzugsbereich der Polizei eingesetzt wird, jedes Jahr ein Einsatztraining erfährt, weil die Freistellungen nicht stattfinden, weil die Überlastungen und die Überstunden zu viel sind. Aber genau das müssten wir gewährleisten, weil ein anständiges und gutes Einsatztraining gewährleistet, auch in der jeweiligen Situation richtig zurechtzukommen. Und deswegen brauchen wir hier verschärfte Anstrengungen, dass wir das auch künftig gewährleisten können. Und wir müssen auch schauen, wie wir Strategien erarbeiten. Und das habe ich in der letzten Debatte zu diesem Thema hier auch schon gesagt. Wir werden diese Situation gerade in Zeiten von Corona immer wieder haben. Opernplatz, Dietzenbach, jetzt zuletzt bei Halloween, in Darmstadt, aber auch in Frankfurt. Wir müssen hier, und das ist eine klare Aufforderung auch an das Innenministerium und das Landespolizeipräsidium, Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen künftig zum Schutze und im Interesse der Beamtinnen und Beamten. Denn die Bilder, die wir gesehen haben von den beiden Beamten, die sich nur noch in Sicherheit bringen konnten, das sind keine guten Bilder für den Rechtsstaat, weil es nicht den starken, wehrhaften Rechtsstaat zeigt, sondern an der Stelle einen, der gerade nicht einsatzbereit war, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir uns da einig sein sollten, dass wir diese Werte in der Gesellschaft stärken müssen, damit wir weniger Angriffe und Übergriffe haben. Und ja, es sind nennenswerte Anteile auch mit Menschen mit Migrationshintergrund dabei. Das ist nachweisbar, deswegen darf man es auch ansprechen. Aber auch da müssen wir schauen, wie wir es schaffen, Integrationsmaßnahmen zu stärken, damit wir das verhindern können. Und das sind alles Dinge, die wir als Hausaufgaben mitnehmen müssen, auch aus der Anhörung, die wir gemacht haben, wie wir damit in Zukunft umgehen. Deswegen haben wir hier eine große Aufgabe vor uns, wie wir das Staatsverständnis, ich sehe die Zeit, Frau Präsidentin, und komme zum Schluss, wie wir das Staatsverständnis in Zukunft auch rüberbringen und wie wir es schaffen, den Rechtsstaat wehrhaft, aber auch stark erscheinen zu lassen. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär Dr. Heck das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit Jahren verzeichnen wir einen Anstieg von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Allein im Jahr 2019 wurden über 1.800 Straftaten registriert. Und wir müssen leider auch zur Kenntnis nehmen, dass es immer mehr und immer häufiger Straftaten und Ausstreitungen gegen Angehörige der Feuerwehr und der Rettungsdienste gibt. Den Anstieg der Gewalt sehen wir im täglichen Einsatzgeschehen, wenn die Helfer unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Seite stehen und auch bei großen Einsatzlagen. Allein in jüngerer Zeit gab es mehrfach schockierende Angriffe aus randalierenden Gruppen heraus in Frankfurt, aber auch in Dietzenbach und zuletzt in Darmstadt-Eberstadt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden körperlich angegangen und gezielt mit Flaschen und Steinen beworfen. Wir müssen Angriffe auch auf die Kräfte der Feuerwehr und der sonstigen Rettungskräfte zur Kenntnis nehmen. Wir alle erinnern uns an den Angriff auf die Feuerwehr am 29. Mai diesen Jahres in Dietzenbach. Wir müssen hier davon ausgehen, dass diese Kräfte gezielt in den Hinterhalt gelockt wurden und dann von dort mit Steinen beworfen wurden. Wir können und wir wollen
diese Vorkommnisse so nicht stehen lassen. Die Grundlage ist zunächst der Schutz unserer Beamten. Wir investieren seit vielen Jahren kontinuierlich und mit erheblichen finanziellen Mitteln in die Schutzausstattung unserer Einsatzkräfte. Hierzu zählen beispielsweise die Verbesserung der persönlichen Schutzwesten mit integrierten Stichschutz- oder Schnittschutzschals. Wir überprüfen und intensivieren die Aus- und Fortbildung hinsichtlich der Handlungssicherheit in komplexen Situationen dauerhaft und stetig. Ein wichtiger Punkt ist die Ausstattung aller Dienststellen mit der sogenannten Bodycam, die Sie möglicherweise alle bei Ihren Besuchen schon kennengelernt haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir am Ende dafür sorgen, dass es Waffengleichheit gibt zwischen denen, die der polizeilichen gegenüberstehen und der Polizei auf der anderen Seite. Allzu häufig erleben wir Situationen, in denen einzelne Situationen gefilmt werden mit Handykameras und vielen anderen und das dann rausgegriffen wird und so dargestellt wird, wie es am Ende gar nicht zugetragen hat. Deswegen ist das für uns alle ein ganz wichtiger Fortschritt. Insgesamt über 700 sind inzwischen ausgerollt. Es geht uns aber auch insbesondere darum, dass wir alle, Politik, Zivilgesellschaft, jeder Einzelne, uns ausdrücklich und klar hinter unsere Einsatzkräfte stellen und ihnen den Rücken stärken. Herr Rudolph, Sie haben zu Recht angesprochen, dass auch Richter und Staatsanwälte einen noch besseren Einblick in den Arbeitsalltag der Polizei bekommen sollten. Wir haben das aufgegriffen. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag niedergelegt, dass wir dafür sorgen wollen, dass nicht nur Richter und Staatsanwälte, nein, dass alle, die eine juristische Ausbildung mit dem Ziel des zweiten Staatsexamens durchlaufen, in ihrem Rechtsreferendariat ein Pflichtpraktikum bei der Polizei durchlaufen müssen. Ich möchte noch einmal betonen, dass all das nicht das einzige Allheilmittel ist. Ein wichtiger Ansatz der Landesregierung ist die Strafverschärfung bei Angriffen gegen Einsatzkräfte. Seit 2017 gibt es die Änderung des Strafgesetzbuches, mit denen unter anderem höhere Strafen für Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten eingeführt wurden. Der neue Straftatbestand, Paragraph 114 StGB, verzichtet bei tätlichen Angriffen auf das Vorliegen einer Vollstreckungshandlung und schützt die Einsatzkräfte in ihrem Dienst umfassender als jemals zuvor. Die Landesregierung wird sich aber auch weiterhin für eine Mindeststrafe von 6 Monaten einsetzen, die im Gegensatz zu der 3-monatigen Mindeststrafe nicht in eine Geldstrafe umgewandelt werden kann. Werden zudem Einsatzkräfte, so wie wir es ja auch erleben mussten, gezielt in einen Hinterhalt gelockt, setzen wir uns für eine Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr ein. Dieser Staat muss immer wieder klarmachen, dass wir Gewalt in keiner Form akzeptieren und erst recht nicht gegen diejenigen Menschen, die sich jeden Tag für uns, für diese Gesellschaft einsetzen. Diese Ansätze zum Schutz unserer Einsatzkräfte gehen das Problem von unterschiedlichen Seiten an. Der physische Schutz wird durch die Ausstattung verbessert, die technische Ausrüstung, Aufzeichnungsmöglichkeiten weiter verbessert. Und auf der anderen Seite wird Einfluss auf mögliche Täter ausgeübt, die sich bei erhöhten Strafen eher von der Begehung einer Straftat abschrecken lassen. Ich bin mir sehr bewusst, dass die Hessische Landesregierung für ihre Feuerwehr, die Polizei und die Rettungskräfte eine ganz besondere Verantwortung trägt. Diese Verantwortung nehmen wir wahr, indem wir auch weiterhin alle Möglichkeiten zum Schutz von Einsatzkräften prüfen und, wenn sinnvoll, diese auch umsetzen werden. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.